Ich will endlich frei sein. Ja, alles ist so toll und ich kann alles machen, was ich will, wenn ich endlich frei bin. Guten Morgen. Freiheit. Ein Wort, was sofort mit positiven Assoziationen verbunden ist, weil es die wahrgenommene Zwangswelt, in der wir uns wähnen, aufbricht. Endlich mal aus dem Job ausbrechen und mit dem Camper durch die Welt reisen und eine Arbeit machen, die mich wirklich erfüllt und die sinnhaft ist. Endlich mal da raus aus dem Käfig, diesen aufmachen und wieder frei fliegen können, wie ein Vogel. Aber rein faktisch ist da kein Käfig. Wir sind rechtlich frei, diese Dinge zu tun. Aber wir tun sie nicht, weil wir konditioniert sind. Wir sind darauf trainiert, in diesem Gefängnis zu bleiben. Das Gefängnis, das hat keine Türen, die wir aufstoßen müssen. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Siehe oben Infokarten. Wir denken einfach nur nicht daran, durch diese Tür zu gehen. Wir haben Angst. Und ja, uns wurde Angst gemacht. Und alle Menschen im Gefängnis sagen sich dann auch gegenseitig: Oh, pass auf, du solltest Angst haben, da draußen ist es böse. Bleib lieber hier. Aber jeder fühlt natürlich, dass er nicht komplett zufrieden ist. Jeder fühlt da ein starres Gebilde um einen herum, das Gefängnis, was ihn darin hindert, mit dem Universum so zu fließen, wie andere es augenscheinlich tun. Das ist eine furchtbare Situation. Zum Beispiel in einer monogamen Beziehung zu leben, aber unzufrieden zu sein und zu denken, dass wenn man Zelle A durch Zelle B austauscht, also nur die richtige Zelle findet, dann ist alles gut. Und so irrt man weiter durch das Gefängnis, was eigentlich keines sein müsste. Nur an alle Menschen, die dieses Thema emotional triggert, ich erinnere mich an mein voriges Video gerade, nein, monogame Beziehung muss nicht per se schlecht sein und jeder sollte seinen Weg gehen. Ich muss das leider hier nochmal anfügen, da ich würde schon sagen, über die Hälfte meiner Zuschauer bei diesem Thema so einen ja, quasi schwarzen Vorhang runterkommen sehen, dass sie da nicht mehr bewusst zuhören können bei dem Thema. Monogame Beziehung ist, muss nicht schlecht sein. Jeder soll glücklich werden, wie er möchte. Aber gehen wir weiter in der Geschichte. Wir haben also kein Gefängnis, sondern wir denken und spüren, dass etwas Reales, was eigentlich nicht real ist, weil wir es gelernt haben. Aber dann kommt der Punkt, wo wir ausbrechen, wo wir hinausgehen, wo wir merken, wow, Mann, bin ich doof gewesen. Und mit einer Mischung aus Mitgefühl und Mitleid schaut man dann die Menschen in den Gitterstäben an, die da immer noch dahinter hocken und sich weiter einreden, ja, wie sicher es im Gefängnis ist und wie schlimm das dann da draußen ist. Und dieser Prozess des Ausbruchs in die Freiheit, dieser Prozess ist sehr stark konditionierend. Man hat derart starke Emotionen und wer mein Video zu den neuronalen Netzen gesehen hat, der wird wissen, dass diese Emotionen, die Bildung jener Netze verstärken, dass wir diese Flucht aus dem Gefängnis in die Freiheit als das Beste und als das Wichtigste ansehen, was wir jemals getan haben. Und wir beginnen auch aus anderen Gefängnissen zu fliehen. Das Gefängnis der gesellschaftlichen Verantwortung, das Gefängnis der monogamen Beziehung, das Gefängnis des Konsums. Das Gefängnis der Karriere, das Gefängnis der sexuellen Lust, das Gefängnis des Stolzes und so weiter. Man bricht nur noch immer auf der Suche nach Freiheit aus Gefängnissen aus. Diesem wunderbaren Gefühl, nicht mehr eingesperrt zu sein, frei zu sein. Und dann verliert man die Demut. Sehr gutes Beispiel sind Menschen, die der Meinung sind, wir sollten auf stoffliche Nahrung verzichten, weil uns das zu sehr einschränkt und die Lichtnahrung als die Endlösung glorifizieren. Dass man da auch wieder vom Licht abhängig ist, daran denken die Menschen in erster Linie jetzt erstmal gar nicht. Es geht nur weiter, um etwas wieder auszubrechen aus der Nahrung. Aber es gibt Gefängnisse oder sagen wir mal Räume, in denen wir uns bewegen müssen. Diese Räume bitte nicht stofflich, sondern eher energetisch betrachten. Ja, die gibt es, um einfach den Organismus am Laufen zu halten, die Energien, die nach einem ganz bestimmten universellen Prinzip fließen. Wir müssen eine gewisse Menge an Nährstoffen aufnehmen, um zu überleben. Auch wieder sage ich das dazu aus meiner Sicht. Und da gibt es ein universelles, aber zeitgleich auch ein individuelles Optimum, was sozusagen keiner kennt, aber was existent ist. Davon wegzurennen und immer die Freiheit zu suchen, das ist ein Zwangsverhalten. Der Zwang nach den
positiven Gefühlen, die mit diesem freiheitlichen Erleben, ja, die man erfahren durfte. Das Ausbrechen aus Zwängen, aus Gefängnissen wird dann eben zur Droge. Das Ausbrechen ist gut, aber wenn aus der Bewusstheit heraus. Wenn aber das Ausbrechen seiner selbst willen geschieht, aufgrund der Hormonausschüttung und den positiven Gefühlen, weil man dann eben die anderen im Gefängnis sieht und sagt, hey, ich bin frei, schaut euch doch mal an, dann wird es gefährlich. Und was bedeutet das nun konkret? Am liebsten würde ich, und eventuell mache ich das auch mal, die Kommentarfunktion unter diesem Video ausschalten. Weil es werden wahrscheinlich nur wieder die wenigsten wirklich verstehen, was ich sagen möchte. Und ich drücke mich vielleicht auch zu schlecht aus. Und mit einem Kommentar, den sie selber schreiben, können sie sich selbst wieder in diese Bewusstlosigkeit zurückholen, indem automatisierte Sätze folgen und selbst suggestiv sie sich sozusagen da beeinflussen, indem sie einfach irgendwas rausnehmen aus dem Video und dazu referieren, wie damals monogame Beziehungen, wo es überhaupt nicht darum ging, und das Wesen des Videos nicht verstehen. Und wenn man die Kommentarfunktion ausschaltet vielleicht, dann ja, ist man halt gezwungen, sich eher dann vielleicht damit auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht. Wir werden sehen, ob die Kommentarfunktion unter diesem Video an ist oder nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal testen. Machen wir mal ein konkretes Beispiel. Karriere. Ist es nun falsch, seinen Job aufzugeben, und also einen, der einen nicht erfüllt, oder ist es richtig, diesen Job auszugeben? Ist also die Umsetzung der Freiheit in diesem Punkte gut oder schlecht? Ist es eine Droge oder ist es keine Droge? Die Antwort ist, und da kommen wir eben zu dem Punkt, es kann beides sein. Es geht niemals um Scheißjob, guten Job oder monogame Beziehung, offene Liebe oder vegan oder nicht vegan, schwarz-weiß. Alles Themen meines Kanals. Es geht immer um die Bewusstheit. Bleibe ich in einer Situation, weil ich konditioniert bin und mir und anderen einrede, dass dies normal oder gut ist? Oder bleibe ich in einer Situation, weil ich wirklich bewusst mich für diese Situation entschieden habe und das für mich das Beste ist? Wer also sollte ausbrechen und die Freiheit suchen? Zum einen jeder, der die andere Seite noch nicht kennt. Wer noch nie seiner Berufung gefolgt ist, der sollte dies tun. Wer noch nie wirklich frei, offen und ohne Anspruchsdenken geliebt hat, der sollte dies tun. Wer noch nie vegan gegessen hat, der sollte dies tun. Und so weiter. Erst dann kann man überhaupt von etwas reden. Von daher bei meinem mittlerweile Lieblingsthema monogame Beziehung. Ich habe eine monogame Beziehung 15 Jahre gelebt und ich habe eine polygame Beziehung gelebt und ich habe die offene Liebe gelebt. Das sind drei verschiedene Konstrukte. Also einmal, dass man auf einen Menschen fixiert ist und mit diesem Menschen quasi versucht alles zu teilen. Dann gibt es die Beziehung, die offene Beziehung. Das ist sozusagen, ja, wo man sagt, man ist mit einem Menschen vor allem zusammen, wie mit Hannah ich gewesen bin, und alle anderen waren quasi so nebenbei. Und dann gibt es eben die offene Liebe, und das ist für mich das Ideal. Aber ich habe sie alle drei gelebt. Und offene Liebe heißt eben, dass es keine Präferenzen gibt, dass es nur Menschen gibt. Und da ist nicht der eine wie ich, der Christian und die vielen Frauen, sondern da gibt es die Frauen und die vielen Männer und einer davon ist Christian. Genauso. Ne? Alles gleichberechtigt. Man geht einfach nur zu den Menschen hin und verbringt Zeit miteinander und liebt sich bedingungslos. Und wer das nicht erlebt hat, der kann eben davon nicht reden. Und deshalb animiere ich jeden, wenn es darum geht, Freiheit zu suchen, erstmal natürlich in die Freiheit zu gehen, um festzustellen, was das ist, aber dann sich nicht berauschen zu lassen von der Freiheit, sondern darüber bewusst zu reflektieren und zu sagen, hey, berauschendes Gefühl ist das eine, und zum anderen, wie ist die Situation jetzt, wie war sie im Gefängnis? Und das ist der Kern des Videos. Ganz wichtig. Die wahrgenommene ultimative Freiheit von allem, die werden wir nie erleben, da wir alle in ein Konstrukt des universellen Energieflusses eingebettet sind, der gewisse Gesetzmäßigkeiten hat. Wahre Freiheit, wirklich wahre Freiheit, wirkliche Freiheit, die wir erreichen können, das ist die Freiheit vom Denken. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Das geht ins Bewusstsein. Das heute ist ein Thema der Bewusstheit. Das heißt, wir reflektieren über etwas, wir sammeln Erfahrungen und ja, wir positionieren uns im Leben. Bewusstsein ist die Basis. Das ist heute nicht das Thema. Aber da gibt es die ultimative Freiheit.
Und das ist eben die Freiheit vom Denken, das ist Bewusstsein. Das heißt, Bewusstsein ist Freiheit. Das ist ja in dem Sinne dann auch die Akzeptanz der Konditionierung. Die Freiheit ist ja Kacken, die Freiheit ist Liebe, Freiheit ist niemals irgendwo anders als im Gefängnis der universellen Energie. Und das ist eine Akzeptanz der Konditionierung. Aber das, wie gesagt, wäre ein anderes Thema. Schneide die letzten 2 Minuten einfach weg. Aber jeder von uns kann und sollte weit mehr Freiheit erleben dürfen, als er sich eingestehen möchte. Fast jeder, der Großteil der Menschen, denen ich begegne. Jeder sollte sich zumindest temporär mal etwas Freiheit gönnen, um wirklich mitreden zu können und sein Leben zufriedener zu gestalten. Und ich hoffe, ich konnte die Kernpunkte heute gut rüberbringen. Es ist kein leichtes Thema, weil auch wieder viele polarisierende Themen enthalten sind. Und von daher, ihr werdet sehen, ob ihr kommentieren könnt oder nicht. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal probieren. Und ja, euer Feedback könnt ihr mir natürlich gerne im Forum oder im nächsten Video dann schreiben, wie ihr das empfunden habt. Ob das eine Beschneidung ist, dass man nicht kommentieren kann. Oder ob das was ist, wo man, ja, wo man vielleicht wirklich das einfach mal so stehen lassen kann, ohne sich dann das von der Seele zu schreiben und dann wieder in diesen alten Kreislauf reinzukommen. Eure Erfahrung, ich bin gespannt. Alles Liebe, euer Christian.